Die Kiste auf jeden Fall, kommt er dann hier hin? So, und das Bett. Da überlege ich tatsächlich, ob wir vielleicht das Tier hinter machen. Den Braustand könnte man ja dann nicht hier mit der Küche vielleicht verbinden, dass wir hier Küche machen. Hier die Braugeschichte. Warum nicht? Und dann ist das mit der Steinoptik ja auch ganz okay. Komm, ich zieh erstmal die Steine durch. Na, siehst du, hier ist nämlich auch schon wieder so ein Lava-Spot. Dann bleiben wir hier lieber in der Steingeschichte. Na. So. Könnte man sich hier überlegen. Also ich denke mal, ich werde noch einen tiefer gehen. Oder sogar zwei. Das wird tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das wird tatsächlich 7 tief gehen. Aber hier mal das Eisen mal mitnehmen. Dann haben wir das doch ein bisschen großzügiger. So. Gut. Muss man eben hier eine kleine Fackel mal eben hinsetzen, dass wir mal was sehen. So. So, dann brauchen wir hier von den Smooth. Ach, da haben wir noch 17. So, und dann die Ecken würde ich vielleicht sogar mit Treppen dann absetzen. Da könnte man auch mal probieren, ganz einfache mal zu bauen. Oder wir nehmen die hier. Ja, komm, nehmen wir die. Dreißig Stück könnte knapp werden. Ja, das ist doch ein ganz schöner Farbunterschied. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass die so dunkel sind. Das ist doch das Material, aber die Smooth sind halt so hell, ne? So, dann könnte man sich überlegen, ob man vielleicht hier... Ja, diese Laterne, dann setzt die in die Ecken hier, in die Mitte jeweils, ne? Mal gucken, wir hinkommen mit Material, noch 11 Stück. Der ist verkehrt. Haben wir da noch Laternen? Bei Deko, ne? Oh ja, 20 Stück. Mal sehen. Nehmen wir mal so einen ganzen Stein. Ich laufe auch die ganze Zeit hier über das Bett, ne? So. Ja. Ist, na, die sind tiefer. Da musst du noch, nee, kann man so machen. Probieren wir mal. Und dann irgendwie so als Farbakzent vielleicht hier oben sogar eine ganze Reihe mal so an Holz vielleicht mal eben reinsetzen, dass es nicht so eintönig aussieht. Hier ist ja die Steinportalgeschichte. Hier haben wir noch von dem Stein. Nee. Da haben wir hier noch was.
So, dann überlege ich, ob ich hier vielleicht eine ganze Reihe einfach nur Holz mache. So, wir haben es dann hier. Da haben wir ja hier diese Geschichte mit dem Holz hier untergebaut. Das ist ja auch nicht so schlecht, ne? Hier unter der Treppe. Ich meine, das könnte man sich natürlich auch überlegen, ob wir jetzt tatsächlich noch einen breiter gehen, weil dann haben wir natürlich richtig Platz, ne? Wir das wieder hier so machen wie hier mit dem Holz da drunter. Das sieht ja auch nicht schlecht aus. Mal sehen. Das wäre dann... Moment. Da so drunter. Gefällt mir auch gut. Und dahinter dann praktisch hier. Das sind die Rückwand. Wir sind hier auch ein bisschen höher, auch meine ich. Ist das so? Achso, weil wir hier ja diese Abtreppung ja gemacht haben. Könnte man ja hier auch machen, ne? Moment. Treppen haben wir noch. Ich probiere nochmal eben. Ich erstmal eben hier diesen Cobblestone rein. Und dann hier so. Genau. Naja. Warum nicht? Dann haben wir noch ein bisschen mehr Platz, ne? Wenn dann hier die Kisten stehen und so weiter. Ein bisschen Bewegungsfläche brauchen wir ja auch. Und dann machen wir das jetzt so. Dann haben wir hier einmal Licht. Könnte man sich hier nochmal eine zweite Reihe nochmal machen. Genau. So, und dann wären ja hier praktisch, oder wir könnten das ja auch so machen, dass wir hier Küche und Braustand hier in der Geschichte machen und vielleicht sogar den Schlafraum dann vielleicht sogar hier hinter. Aber da sind wir dann ja auch nicht mehr in dem Bereich der Lava-Geschichte. Na, dann kommen wir hier praktisch durch. Dann ist das hier so zack, zack. Könnte man sich ja auch überlegen. Dass man das hier so ein bisschen kombiniert. Aber jetzt haben wir ja hier eigentlich relativ viel Platz für eine Küche. Also wenn jetzt hier irgendwie dann da so diese Küchenzeile ist mit dem Braustand, könnte man das ganz gut kombinieren. Die Nähtergeschichten sind ja hier drin. Die Nähterwarzen. Ich lasse das jetzt erstmal eben so. Stück. Reicht gar nicht, ne?
Na, wieder meine Feststelltaste gedrückt. So, passt gerade. Da haben wir hier so eine kleine Nische. Hier kann man das Bett reinstellen. Und dann könnten wir hier auch wieder mit dem Holzboden auch wieder arbeiten, ne? Hier ist noch Eisen. So, dann machen wir hier die Küche. Zack. Hier kommen wir dann in den Hauptraum. Hier könnten ja praktisch dann so Fässer rein. Also küchentechnisch. Hier das mit dem, weiß ich noch nicht genau, ob wir das dann so machen werden. Ich baue einfach mal welche. Hier haben wir noch Slabs. Schon wieder so viel Krempel hier im Inventar. Sieben Stück. Ja, dann können wir dann hier so das vielleicht machen. Können wir auch Schilder drauf packen dann. Und dann machen wir uns hier so eine kleine Zeile. Auf jeden Fall brauchen wir hier eine Werkbank, denke ich noch. Holz. Hier. Ich denke mal, das würde ich hier so in der Mitte machen. Einen Ofen könnten wir eigentlich auch gut gebrauchen. Beziehungsweise wir könnten ja mal gucken, ob wir da vielleicht so eine Theke oder sowas irgendwie andeuten. Hier mit solchen Holztreppen. Ich weiß nicht, ob wir so einen dunklen mal probieren. Mal sehen, wie das aussieht. Ach, warum nicht, ne? Gar nicht mal schlecht. Einfach nur so. Dann haben wir hier die Zutaten. Hier hätten wir dann hier unsere Werkbank. Hätten wir dann eine Küche. Könnten wir mit dem Braustand, das können wir ja vielleicht dann auch noch irgendwie kombinieren mit einem kleinen Brunnen. Hier vielleicht drunter. Hier so wassertechnisch. So, mal gucken, wo wir hier landen. Ja, da sind wir dann irgendwie hier wieder bei der Schmiede. Kriegen wir vielleicht irgendwie hin. Und dann machen wir ihn irgendwie an die Seite. Und dann könnten wir hier das Bett reinstellen. Hätten dann hier so eine Art Mittelgang. So, ich guck mal eben hier nach der Lava. Die war ja irgendwie hier, ne? Wo war die noch? Na? Wo sind die jetzt hin? Da. Also das ist praktisch die Achse mit der Lava. Hier auch. Und dann... dann ist die ja hier auch noch, ne? Meine ich, hier ist auch noch eine Lava. Nee. Das ist die hier und dann ist hier noch eine Lava. Hier praktisch. Ja, ja, also da. Muss man aufpassen. Mhm.
ist nochmal mehr so da an der Wand. Ne? Ich hebe einfach mal hier aus. Also hier ist alles okay. Das heißt, hier könnten wir Holz bauen. Lass mal so einen kleinen Sicherheitsabstand oder wir setzen einfach mal Glas drauf, sodass wir uns das merken können, wo die ist. Ist ja vielleicht auch eine ganz gute Zwischenlösung, vielleicht einfach immer so als Bodenspots. Haben wir noch Glas? Ja, wobei, das ist, das sieht nicht aus, ne? Aber machen wir hier so. Wir könnten dann hier mit Holz weitermachen.